Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr das Mitteldifferential schimmen könnt. Ich nehme das Mitteldifferential deswegen, weil man schön die Spuren sieht, wo es verschleißt und so weiter. Deswegen nehme ich kein Heck- oder Frontdifferential, weil im Plastik kann ich es euch einfach nicht so gut zeigen auf der Kamera. So, hier habe ich es jetzt draußen. Ich mache das jetzt mal kurz sauber und dann zerlegen wir es und gucken, wie weit es verschlissen ist. So, hier jetzt grob vorgereinigt. Es ist unglaublich, wie wenig Verschleiß das Ganze hier hat. Die Zähne sehen, ja, man kann fast keinen Verschleiß sehen. Und den habe ich im April gekauft, das Auto. Und seitdem ja, keine Zahnräder gewechselt. Das Einzige, was ich gemacht habe, die Schrauben hier, eine originale raus, eine VA rein, direkt eingeklebt. Aber offen war das Differential noch nie. Das ist noch original im Originalfüllzustand. So, und da gucken wir jetzt mal rein. Wenn ich die Achsen reinstecke, kann ich ziemlich leicht das Ganze hier drehen. Das heißt, die Sperrwirkung ist nicht mehr so vorhanden wie am Anfang. Am Anfang musste ich eine Verlängerung drauf machen. Da habe ich Achscaps hier außen reingesteckt, eine Verlängerung drauf und dann habe ich es Millimeter für Millimeter ganz langsam drehen können mit voller Kraft. Also da ist wirklich einiges an Sperrwirkung verloren gegangen. Die Zähne sehen noch sehr gut aus. Man sieht ganz leicht das Hologramm da drauf. Da seht ihr es. Ganz leicht den Abdruck, aber ja, es ist kein wirklicher Materialabtrag. Das Fett, dass das hier alles zusammenhält, das Öl meine ich. Und nehmen wir jetzt mal auseinander. Klebrige Pampe.
Hier kann man auch schön sehen, dass die noch ziemlich gut aussehen. Die haben fast keinen Verschleiß. Auch von hinten sieht man, da ist noch das volle Fleisch vorhanden. Der eigentliche Verschleiß kommt beim X-Max bei den Schimmscheiben selber. Die schaffen sich extrem in die Zahnräder ein. Hier seht ihr es. Und ebenso hier unten ins Gehäuse. Die schleifen sich extrem hier in das Gehäuse ein. Gucken, ob ich es näher dran kriege. Da seht ihr die Schleifspuren. Und dadurch entsteht der eigentliche Verschleiß. Nicht durch die Zahnräder. Beziehungsweise die Zahnräder würden ganz viel später kommen. Deswegen muss man dieses Spiel, was auftritt, nach einer gewissen Zeit mit Schimmscheiben verringern. Dadurch wird das Zahnflankenspiel wieder klein. Es kann wieder ordentlich ineinander greifen und die Zahnräder halten ewig. Auch hier könnt ihr sehen, ganz leicht die Farbveränderung, die Strukturveränderung. Da wird auch mit so viel Druck gegen die Schimmscheiben gedrückt, dass da auch ein gewisser Verschleiß entsteht. Also wenn ihr das Differential neu machen solltet, neue Zahnräder reinmacht, dann geht auf jeden Fall hin, inklusive Gehäuse, beziehungsweise tut es ordentlich schimmen. Ja. Daran liegt es, dass eure Zahnräder kaputt gehen. Nicht, weil die Zahnräder selber verschleißen, sondern weil die Schimmscheibe dünner wird. Also die Originaldick ist, glaube ich, 0,5 und das hier werden noch 0,3 oder so sein. Da kann man es schön sehen. Das ist der eigentliche Verschleiß. Hier seht ihr auch außen den Rand. Da seht ihr, da ist das Zahnrad draufgelaufen. Wo hab ich's? Das hier sitzt so rum da drauf. Das ist schon krass, dass das Alugehäuse sich so weit in die Stahlscheibe einfrisst und nicht umgekehrt. Klar, das Alugehäuse wird auch abgenommen, aber krass, wie viel kleiner die hier werden. So, ich habe jetzt hier ein bisschen Waschbenzin. Wichtig ist, tut die Dichtung und sowas nicht in Waschbenzin oder Alkohol oder was ihr auch zum Reinigen benutzt, weil die können dadurch größer werden, die nehmen das auf und dadurch geht dann Weichmacher verloren. Die werden zwar wieder klein, aber ja, nicht zu empfehlen. So, die Dichtung mache ich einfach nur mit dem Papier ein bisschen sauber. Hier nur ganz vorsichtig. Nicht, dass sie kaputt geht. So, und um euch zu zeigen, wie viel Verschleiß dieses Differential jetzt hatte, bauen wir das jetzt so im trockenen Zustand wieder zusammen.
Und zwar ohne die Dichtung, weil die brauchen wir nicht, um das zu sehen. Die haben keinen Einfluss auf das Spiel. Dabei gucke ich drauf, dass ich es auch wieder richtig rum zusammensetze. Hier hinten sieht man, dass es sich da ins Aluminium gedrückt hat. Und ebenfalls ohne diese Dichtung, da es hier außen auf dem Rand aufliegt und die Dichtung eigentlich komplett zusammengedrückt wird. Und dann müsst ihr die auch nur leicht anziehen, also nicht festknallen, weil wir haben ja kein Öl drin. Bedeutet, wenn wir es jetzt drehen, entsteht auch kein Druck. Einfach nur bis unten hindrehen, merkt man, wo das Ende ist. Und das Spiel hier ist dann erstens der Grund dafür, dass die Sperrwirkung weggeht, weil die Zahnräder größeres Spiel haben, dadurch das Öl ja leichter durchfließen kann sozusagen. Und zweitens ist das der Grund, warum die Zahnräder überhaupt kaputt gehen. Wenn das Spiel größer wird, wird der Verschleiß größer und ja, dann habt ihr einen Schaden. Machen das jetzt nochmal auf und gucken uns die Teile nochmal im Detail an, welches Teil wie viel Verschleiß hat. Hier nochmal im Detail. Hier auf der Fläche tut sich der Schimmring einfressen. Seht ihr hier auch schön, wie tief das Ganze hier schon weg ist. Das ist der hauptsächliche Verschleiß beim X-Max an dem Mitteldifferential. Hier auf der Seite auch nicht ganz so viel, weil es hier im Alu läuft. Genau, hier seht ihr, wie auch hier ein bisschen was vom Material weggeschlissen wird. Und davon kommt auch die Farbe von dem Öl. Alles, was da an Verschleiß entsteht, wird hier im Öl quasi gefangen. Hier an den kleinen Zahnrädern ist fast gar kein Verschleiß zu erkennen. Ganz leicht rau hier außen. Aber hier auch nicht eingefressen, sondern nur ganz leicht Hologramm hat sich drauf gebildet. Also merkt man nichts von, man sieht es nur, ist rein optisch. Auch die Wellen
haben hier blanke Stellen. Aber die sind auch nicht tief oder man spürt sie nicht mit dem Schraubenzieher, wenn man drüber geht. Das sieht alles noch sehr gut aus. Heißt, wenn wir die Scheiben hier neu machen und das Ganze auffüttern, dann sollte das noch sehr, sehr lange leben, das Differential. Gucken wir hier auch noch mal ganz nah. Ich mach mal Licht an. Da seht ihr auch, wie wenig Verschleiß die abbekommen haben. Das ist echt unglaublich, das, was der mit dem 2-Millioner Öl da drin für einen Druck hat. Und trotzdem hält das so lange. Seit April läuft das Ganze. Im Originalzustand. Also nicht zwischendurch mal aufgehabt, nicht zwischendurch mal geschimmt. Aber das ist schon heftig. Auch hier nur ganz leicht Hologramm außen. An der Rückseite seht ihr auch, dass es leicht rau ist. Das ist alles ganz, ganz minimaler Verschleiß, 0,01 oder sowas, was da abgeht. Aber in der Summe zusammen ergibt das halt, ja, hier so viel Spiel, dass die Sperrwirkung nachlässt und dass der Verschleiß sich erhöht. Also wenn er nicht früh genug da was gegen tut, geht irgendwann die Ritzel kaputt, obwohl sie eigentlich noch gut sind. So, das war's auch schon mit dem ersten Teil. Könnt ihr bei euch mal gucken, wie weit die Scheiben bei euch eingeschliffen sind und ob ihr auch so wenig Verschleiß an euren Zahnrädern habt. Im nächsten Teil, bis dahin müssten die Schimmscheiben da sein. Ich habe sie bestellt. Ich tue euch unten den Link, die Maße schreiben und wo ihr sie herbekommt. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, euer Dr. X-Max.